Viele denken ja immer, dass man eine perfekte Haut haben muss, um erfolgreich zu sein, um schön zu sein. Aber an der Stelle fällt mir immer Jürgen Prochnow ein, der ja Akne-Narben hat und trotzdem ein gut aussehender Mann und Schauspieler und sehr erfolgreich ist und war. Sodass ich finde, gerade wenn man über Makel redet, man Menschen auch Mut machen kann, dass ein Makel nicht automatisch bedeutet, dass jetzt alles vorbei ist. Im Gegenteil, das kann einen Menschen auch mal interessant machen.